Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Gran Turismo 7 auf der PlayStation 5. Ich habe jetzt gerade den Übertragungsmodus eingestellt, der mit dem letzten Update kam. Und ja, damit sollten zumindest ein paar Musikstücke nicht mehr abgespielt werden, die da ja, zu Problemen führen könnten. Gut, gehen wir mal zu den Weltstrecken, denn wir müssen die Supra-Sammlung abschließen. Da haben wir drei Rennen, die wir machen müssen. Das eine ist in Interlagos, Rennen der Turbosportwagen, 700 LP. Fünf Runden auf der Strecke. Und wir müssen ein Auto mit Turbo verwenden. Was haben wir da? Ich könnte natürlich den 458 GT3 wählen, aber der ist da nicht notwendig. Welchen nehmen wir da am besten? Ja, schwierig die Wahl, denn gibt hier gar nicht mal so viele. Also, weil ich habe auch fast kein Geld, von daher wird etwas schwierig hier die richtige Wahl zu treffen. Ja, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal den Lancer. Ich werde da wahrscheinlich nicht mithalten können. Davon gehe ich mal aus. Aber egal. Brumm, brumm, lassen Sie in dieser Veranstaltung mit LP-beschränkten Autos mit Turbomotor die Reifen qualmen. Das Problem ist halt einfach, dass ich gar nicht mal so viel Geld habe. Also, Yamanaka. Ich mag Autos mit einem Hang zum Übersteuern. Es ist leichter mit dem Grip der Hinterreifen ans Limit zu gehen als mit dem Vorderreifen. Daher wurde mein Supra genauso eingestellt, wie ich es mag. Ein Übersteuerer also. Gute Wahl. Toyota hat der Welt zahlreiche legendäre Autos geschenkt, unter anderem den AR86 und diesen 80 Supra. Er ist bis heute in den USA ein beliebtes Auto. Rodriguez. Wenn ich meine drei Traumautos aussuchen könnte, lege der Nissan Skyline R34 auf den zweiten Platz. Die lange Nase mit dem reinen 6-Zylinder runter ist sein berühmtestes Merkmal, aber auch das Heck ist cool. Ja, schauen wir mal, ob wir da mithalten können. Bei 700 LP, das ist nicht gerade wenig. Dano. Das Ding ist auch, ich möchte ein bisschen weit machen mit den Menübüchern, damit ich endlich mal zu den Rennen komme, wo man dann auch mal anständig farmen kann, also Geld. Der momentane Stand ist bei dem Game das Geld immer knapp. Wie man gesehen hat, habe ich kaum noch Geld, weil ich zusätzlich noch einen weiteren neuen Elfer gekauft habe, den dann noch aufgetunt habe. Und das Tunen, das Volltunen ist wirklich teuer. Leider etwas problematisch.
Entschuldige. Ich habe keine Absicht, wollte sich nicht berühren. Das ist jetzt aber halt einfach passiert. Aber ja, ich glaube momentan ist es ganz okay so. Das Update 1.07 hat es eigentlich gar nicht gebracht. Deshalb musste Update 1.08 vorgezogen werden, weil 1.07 hat offenbar einen fatalen Fehler drin, der da den Speicherstand scheinbar tatsächlich betreffen konnte. Sagen wir mal, könnte den Speicherstand löschen. Das wäre dann doch sehr heftig gewesen. Weil das Spiel neu starten, das will natürlich niemand. Polygon ist es zum Glück frühzeitig aufgefallen, dass es passieren kann. Und hat dann halt die Server runtergefahren, beziehungsweise hat dann halt einfach die Leute nicht mehr spielen lassen. Das hat dann halt 36 Stunden oder so gedauert. Auf jeden Fall sehr lange. Ui. Ui, ui, ui. Ups. Na, wie gesagt, eben, es hat eine Zeit gedauert, bis man da dann Beat spielen kommt, aber jetzt sollte alles gut sein. Mit den Updates wurden einige Fehler behoben, zum Beispiel die Windrichtung in einigen dieser Challenges, in den Missionen. Ich habe zwar alle geschafft, aber ich glaube für einige war der Wind anders als bei mir. Und das Ding ist halt, wenn der Wind hat schon sehr große Auswirkungen. Viele Karma, die dann einfach fehlen. Das denkt man sich am Anfang gar nicht so. Das merkt man dann erst dann, wenn es zu spät ist. Aber ich bin heute schon ein paar Rennen gefahren. Zwei auf der Special Stage Route X, also dem 30 km Oval. Und es war da wirklich sehr offensichtlich, dass der Wind eine gewaltige Rolle spielt. Ich war dann einfach auf der einen Gerade, wo ich Rückenwind hatte, war ich 10 km schneller. Und auf der mit Gegenwind habe ich dann nur noch etwa so 340 erreicht, auf der anderen Gerade eben 350. Das ist dann schon ein merkbarer Unterschied. Aber was fährt er eigentlich mit dem Auto? Auch einige Geldpreise wurden angepasst. Die sind jetzt nicht mehr dieselben wie vorher. In erster Linie wurde eigentlich genau das erwähnt, wo man am meisten farmen konnte an Geld. Wurde jetzt runtergestaut, dass man hier nur noch die Hälfte gewinnt. Nicht mal die Hälfte. Das hat dann viele Leute auch aufgeregt.
bin da eher auf der gelassenen Seite, was das angeht. Ich sehe es nicht so extrem eng. Und ich habe damit schon gemerkt, dass ich mich zum Beispiel auf GT Planet so in den Foren mit dieser Meinung definitiv in die Brennnesseln setze. Niemand mag meine Meinung akzeptieren. Haben sich mich dann sogar als Troll bezeichnet. Na, vielen Dank. Man darf also keine eigene Meinung haben auf GT Planet. Super. Richtig toxisches Forum manchmal. Aber hat immer noch eine sehr gute Quelle für Informationen, was Gran Turismo angeht. Das ist also eine Hassliebe irgendwie. Kurventeil und auf der Geraden zieht er mir weg. Müsste eigentlich reichen. Auch wenn der jetzt eine Zehntel pro Sektion aufholt, aber es reicht. So, 170 LP drunter. Aber es hat dann trotzdem noch gereicht am Ende. Muss aber dann hoffen, dass die nächsten Rennen da mehr Kurven haben. So, jetzt erstmal den ersten Supra gewonnen, den Supra 3.0 GT Turbo von 1988. Kostet auch schon gute 130.000, also die japanischen Wagen werden tatsächlich immer teurer. Okay. Dann jetzt in Sainte-Croix. Das ist jetzt eine Strecke, die ist eigentlich noch schlechter für den Lancer, weil es mehr Geraden gibt. Das ist zwar die Variante B, die ich am besten beherrsche, aber ja, du, keine Ahnung, ich müsste da eigentlich schon einen Turbo raufschrauben, aber es ist halt einfach so, es ist zu teuer. Ich möchte das noch nicht machen. Versuch's jetzt. Okay, was sagte Miyazono? Ich bin von einem Impreza zu einem WRX gewechselt, aber ich bin trotzdem noch durch und durch Subaru-Fan. Hoffentlich können Sie auch eines Tages an einer Rallye teilnehmen. Ja, das kommt dann noch. Ich habe mein Auto getuned, um es konkurrenzfähiger zu machen. Ja, ist wohl auch nötig bei den Turbo-Rennen. Heute habe ich endlich zu einem Nissan GT-R gewechselt. Ich habe schon bei französischen Gran Turismo-Wettbewerben Preise gewonnen, werde alles geben, das auch hier zu tun.
Ja, das werde ich dann gleich machen. Gut, also. Dann mal los. Ja, schauen wir mal, ob wir da jetzt mithalten können. Wie gesagt, viele Geraden, da wird es schwierig mitzuhalten mit einem Auto, das underpowered ist. Ja, der Chiba ist jetzt schon vorne. Das denke ich nicht, dass ich da jetzt noch mithalten kann. Ich habe keine Chance auf dem Geraden. Also, der Chiba zieht mich da jetzt schon mal eine Sekunde weg. Wie gesagt, ich habe damit gerechnet, dass ich hier auf der Strecke nicht den Hauch einer Chance haben werde. So sowieso nicht. Das ist auch noch nie passiert. Ja, es bleiben 27 Sekunden, der Jeeva ist einfach mal weg. Den siehst du nicht mehr. Der ist wahrscheinlich schon sehr knapp an den. Hey, was ist denn jetzt los? Einfach keinen Grip mehr. Der ist selbst schon etwa 10 Sekunden weg von Derwisch. Ups. Ich habe keine Chance. Keine Chance. Ich hole ja nicht mal auf ihn auf. Im Gegenteil, der gewinnt ja sogar Zeit. Beim besten Willen hole ich 13 Sekunden jetzt halt auch nicht auf. Also,
Ich muss tunen, es geht nicht anders. Oder das Auto wechseln, aber ich glaube, der Lance ist schon mehr oder weniger das Auto, das am meisten PS hat unter all den Autos, die ich hier habe. Also mal schauen, was wir da finden können. Erstmal GT-Auto. Vielleicht finde ich da noch einen anderen Frontsplitter, der da tatsächlich etwas helfen könnte. So, mal schauen. Seite. Ja, mache ich jetzt halt trotzdem drauf, weil das passt jetzt. Gut, also lassen wir das mal. Also, soweit so gut. Dann schauen wir mal, was wir machen können. Weil, wie gesagt, ich brauche Leistung. Das ist bei der Turbomeisterschaft wichtig, einfach Leistung haben. Also wird es wahrscheinlich am meisten nützen, wenn ich hier einfach mal einen Turbo kaufe. Rennladeluftkühler. Turbo, hohe Drehzahl. Das bringt, ja, gut 50 Kilowatt nehmen wir. Dann noch ein Renngetriebe, das stellen wir dann auf etwa 300 km ein, weil das braucht es natürlich jetzt auch. Also dann versuchen wir es nochmal. Also, Europa, Saint Croix. Nehmen wir halt mal teil. Ich weiß jetzt nicht, ob hier die Getriebeeinstellungen schon getestet wurden, ob das jetzt funktioniert. Ich habe immer noch 5 Gänge. Schade. Ich hätte auf 6 gehofft. Aber es ist halt jetzt, wie es ist. Lassen wir jetzt einfach mal so. Gut. Dann starten wir mal. Oh, ich habe gar nicht getestet, ob ich jetzt einen Abzug vorne einstellen kann. Das ist eigentlich das, was ich testen wollte. Es hilft natürlich jetzt auch, dass der Chiba von hinten startet, nicht auf 2. Das ist jetzt erstmal so. Kann dann beim nächsten. Ah, okay. Dann teste ich jetzt vorher mal.
Ups. Ich vergesse das jedes Mal. Okay. Ja, jetzt kann ich den Abtrieb vorne einstellen. Gut, 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 gut. Also, jetzt mit mehr Abtrieb und mehr Leistung können wir es ja mal versuchen. Ich kann auf der Geraden immer noch nicht mit dem GTR mithalten. Aber es ist nicht mehr so schlimm. Weil vorhin hatte ich natürlich viel mehr verloren. Das sind eine Sekunde, die ich so verliere. Es hilft natürlich auch nicht, dass der Chiba hier durchs Feld fliegt. Als ob nichts wäre. Ja, ich muss mit dem Getriebe noch arbeiten. Zumindest stimmt jetzt die Übersetzung genauso, wie ich sie eingestellt habe. Wow, also der Getriebe pflügt jetzt wirklich mega gut durchs Feld. Er hat keine Probleme mit dem Überholen. Da habe ich deutlich mehr Schwierigkeiten. Hilft natürlich überhaupt nicht so.